Aber ich bin schon wieder zurück und wir kämpfen sofort weiter gegen den Slim. So, los, Cool greift an. Hier, Heilslein verliert 7 HP und der benutzt immer die ganze Zeit nur so ein dummes Heilen. Das kotzt ja schon ein bisschen an. Ja, greif an, Alter, yeah. Alter, XYZ haut übelst rein, ne? Der hat eben 8 gezogen. Ich glaube, der ist unser stärkster Mann. Der halt... Zack, 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 zack. Heilslime ist aufgestiegen und will mitkommen. Ich habe ihn besiegt übrigens. Ich habe es ein bisschen vorgespult, vielleicht hat es ja gemerkt, ne? Einfach die Leertaste gedrückt und in die Truppe aufnehmen. Ja, wie wird Heilslime benannt? Moment, ach nee, ich muss ja so... Wie nennen wir den? Ja. Irgendwie sowas. Heil. Wird Heilslam Heil genannt. Jawohl. Wird Heil jetzt mitnehmen tun. Ja. Wer soll zum Hof gehen? Schlimm. Sozusagen, wenn man mit Pokémon sein Anfangs-Pokémon weggibt, haben wir gerade unseren Anfangs-Dragon-Quest-Monster-Dings weggegeben. Gott, bist du stark. Ich mag dich, Paul. Oh, danke. Watabo, Paul, sauber. Wir gehen jetzt zurück. Was in einer Kiste? Ich will die Kiste öffnen, Mann. Ich will die Kiste öffnen. Warum? Schade, jetzt sind wir weg. Was ein Shit. König. Oh, Mann, ich lese mir den Namen vor. Paul. Also den König, wer das sagt. Ihr habt es geschafft? Was? Heum wollte nicht zurückkommen? Aber mit euch wollte... Hä, haben wir ihn nicht gerade... Achso, ja. Mit jenen verstehe. Aha. Er mochte euch. Oh, wie schön. Faszinierend. Ich mag euch. Dafür vergebe ich Prio. Yes. Wir haben gewonnen. Danke, Paul. Jetzt kann ich wieder zurück. Juhu. Er hat wieder Arbeit. Jetzt ist er froh. Paul, geht jetzt zum Kolosseum. Dort warten eure Gegner. Gewinnt ihr dort, qualifiziert ihr euch für das Turnier. Ich muss jetzt gehen. Ja, tap, 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 tap. Jetzt hier wieder der langsame König. Ciao. Möge die Macht mit euch sein. Luke, ich bin dein Vater. Unter dem Schloss befindet sich das Kolosseum. Wenn man dort alle Gegner besiegt, kann man am Turnier teilnehmen. Punkt. Ach, hält er uns? Wie werden wir voll? Gibt es hier irgendwo einen Heiler? Hier gibt's. Hier werden wir zum Dings. Ne, da kommen so Monster hin, okay. Heute springe ich mal runter. Rutsche. Hui. Zack. Hier ist das Kolosseum, schätze ich mal. Sollte ich euch die Insel noch zeigen? Ach, das kann warten. Wir haben Zeit. Hier reden wir mal mit der guten alten Frau. Willkommen im Kolosseum. Ich bin hier eine Berühmtheit. Ich bin das älteste Bunny der Welt. Irgendwie komme ich mir vor im falschen Film. Du bist hier, um deine Schwester zu finden? Ja? Da musst du hier gewinnen, um dich zu qualifizieren. Im Kolosseum gibt es einen Rang. Oh, ein Rang. Der fängt bei G an, dann F, dann E, dann D und so weiter. Ich glaube, nach D kommt irgendwie so Y und dann Z und sowas. Die höheren Ränge sind für dich noch zu schwierig. Willst du das mal versuchen? Rang G ist umsonst. G, Rn, E, F, Rn. Ja, wenn man G, Rn. Rang G, in Ordnung? Jawohl. Oha, ganz ruhig, Leute. Wir kehren jetzt hier in ein Kolosseum. Sehr geehrte Damen und Herren, da sind wir mit unseren drei wundervollen Monstern. Hier kommt unser neuer Herausforderer. Sein Name ist Paul. Drückt ihm die Daumen. So, jetzt beginnt die Scheiße. Die erste Runde. So, ein bisschen schneller, zack. Start, yeah. Ey, der hat auch so ein cool... Oh Mann, cool gegen cool. Achtung, Vampi-Zungenbär-Truppe erscheint. Also Vampi-Truppe ist dann zwei auf einmal. XYZ ist gar nicht voll. Ach nee, doch, ist er voll. Ach so, cool. Ah ja. Was? Cool. Warte, haben wir einen Plan? Wo ist ein Befehl denn normal? Gibt's gar keinen Befehl. Oh. Einfach drauf los. Oh, Vampi 2 schon besiegt. Das ging ja schnell. XYZ, der ist auch besiegt. Besiegt, besiegt, besiegt. Los, Heil greift an. 6 HP verloren. Cool greift an. 10 HP verloren. Jetzt ist er weg. Weg. Mann, Mann. Hier gibt es ja gar keine EP. Was ist denn das? Der erste Sieg ging an unseren Herausforderer. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Zack. Oh, Slims. Und was ist denn das? Da, so ein neues Monster. Ist das ein Baumstamm?
Achtung, Slime im Baumgeist-Truppe erscheint. Oh Gott, Slime das kann ich lesen. Ich drück mal ganz kurz. Leertaste. Zack, 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 zack. Und fertig. Paul hat die Gegner besiegt. Auch der zweite Sieg ging an den Herausforderer. Jetzt kommt die dritte Runde, hoffentlich die letzte. Hier ist der Direktor der Masterschule. Ein Direktor. Besser gesagt, ein Bulle. Oh, was hat denn der da? Haben wir noch gar nicht gesehen. Ich bin der Direktor der Masterschule. Ja, haben wir eben schon gehört. Wenn du mich besiegst, bist du der Master des Ranges G. Also, Rang G ist so schlecht. Das ist ja schlecht, schlecht. Also schlechter als schlecht geht's ja gar nicht schlecht. Oh, was sehen wir denn da? Achtung, Truppe erscheint, keine Ahnung. Geistungetüm. Einfach drauf los. Cool greift an. Und Geister 2. Geist 2 verliert 9 HP. Heil greift an. Geist 2 verliert 5 HP. Geist 2 wurde besiegt. Geist 1 greift an und Cool verliert 2 HP. Aber Zombie greift an und Cool verliert wieder 5 HP. Aber jetzt greift XYZ an und Geist 1 verliert 7 HP. Und weiter geht's hier mit Heil und der greift an und Geist 1 verliert 4 HP. Und Cool greift an und Geist 1 verliert 8 HP. Geist 1 wurde besiegt und Zombie greift an, aber leider verliert das Heil 5 HP. XYZ greift an und... Was? Ich dachte, er greift an. Ist ja doof. So, jetzt hier aber. Zombie 1 greift an. Jetzt aber hier, besiegt mal hier, ne? Sehr schön. Also von mir aus können unsere Monster auch mal Erfahrungspunkte hier kriegen bei diesen Kämpfen. Glückwunsch, ein neuer Held ist geboren. Ich schätze mal, wir sind so wie bei Pokémon im Duellturm und sowas, wo man keine Erfahrungspunkte kriegt. Oh nein. Ein Applaus für Master Paul. Yes, bitte Applaus für mich. Danke. Dankeschön. Du hast Promo. Ich bring Judith, problemlos gemeistert. Paul, mein Glückwunsch. Der König will dich sprechen. Komm bitte mit. König, Paul, ihr habt Rang G geschafft. Gute Leistung. Ihr seid nicht... Oh? Was ist das? Wie geht es dir, König von... Ja, ihr seid doch der diesjährige Veranstalter, oder? Ich hoffe nur, dass ihr nicht gleich verliert. Huch, hier ist ein Kind? Hast du mit dem König gespielt? Ich bin der König von Malta. Malta, geil. Malta-König, Taiyu-König. Ich freue mich auf den Sterntag. Malta-König, hahaha. Das werden wir sehen. Paul, werdet stark. Der König, der Zivil- und Wachraum wurde für euch geöffnet. Dort findet ihr stärkere Monster. Ich muss jetzt gehen. Tap, 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 hier, alter Kranker, zack. Der Zeitraum, oh, scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen. Ab jetzt solltest du auch im Kolosseum kämpfen. Wenn du dort alle deine Rivalen besiegst, kannst du am Sternturnier teilnehmen. Yeah. Was eine Ehre. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, können wir jetzt hier in diese Treppe und in neue Räume rein. Ui. Was denn hier los? Ey, lass mich durch. Fettsack. Okay, also wir könnten jetzt hier theoretisch rein. Hier. Aber erstmal sprechen wir mit diesem fetten Arschloch hier. Hier ist der Torraum. Der Zivil- und Wachraum wurde freigegeben. Heilslime kann die Truppe mit sauber heilen. Daher ist er sehr nützlich. MP heilt sich von alleine, wenn sie herumgehen. Na dann. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Ah, was sehe ich denn hier gerade? Heilslime ist Level 6, sieht man unten. Also hier, ich kann das hier auch zeigen, die HP und so, ne? Und unser Cool, also das erste ist Level 5. Und der Zungenbär XYZ-Dings da ist Level 2. Und wir gehen mal nach unten, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und habe auch gar nicht geguckt, was der andere sagt. Scheißdreck aber auch hier, ne? Ich bin immer so voreilig. Okay, wo sind wir denn? In einer weit entfernten Galaxie. Weit entfernter als weit entfernt. Ein Junge namens Terry aka Paul rannte herum mit seinen guten Freunden, den Monstern, und hat Soldattruppen gesehen, die aussahen wie Heuschrecken. Und wir greifen die einfach mal an. Und ich habe das Fenster offen gelassen, deshalb hört man wahrscheinlich die Autos draußen rumfahren. Scheißdreck aber auch. Cool hat was verloren, Scheißdreck. Meine Fresse, XYZ ist gleich tot. Was habe ich denn hier, ey? Soldat muss mal sterben, Alter. Soldat ist tot. Nein, Soldat 2 greift an und Cool verliert 10 HP. Soldat, der Cool ist gleich tot. Stirb! Geht doch. XYZ erreicht Level 3. HP, MP, irgendwas war besser, ja. Soldat 1 ist aufgestanden und will mitkommen. In die Gruppe aufnehmen. Ja, wie wird Soldat benannt?
Soldat, das wird ganz professionell, irgendwie so ganz cool genannt, ich weiß noch nicht wie, irgendwas cooles da, Bloop, nicht Blub, sondern Bloop, also Bloop hier, ne, ja, wird Soldat Bloop benannt, ja, Bloop jetzt mitnehmen, ja, wollen wir ein Zungenbär oder so eine Flederscheiße? Okay, ich mach irgendwann da. Oh, jetzt haben wir. Ach so, Status. Wir können Status angucken. Wie viel. Wie ist denn hier Dings? Bloop. Start. Level 3, aber mehr stärker als der Zungenbär. Ja, wir nehmen mal. Oder warte, wir gucken nochmal den hier an. Also, der ist eine Abwehr viel besser. Aber der hier. Achso, kann man das aber so machen? Nee, schade. Der hier ist eine Abwehr, so richtig beschissen. Sag ich mal, hier kauft's gut Deutsch, ne? Und der hier ist eine Abwehr, sau gut und Agilität und alles. Deshalb würde ich fast dazu tendieren, Zungenbär mal wegzuhauen. Zungenbär geht zum Hof, Punkt. Zack. Oh, Schinken, yeah. Paul hält Futter, oh, nicht Futter, Schinken. Ich dachte, Futter, das können wir so richtig zwischen die Zähne nageln. Monster. Nein, ein Soldatungetüm erscheint. Soldat. Okay, einmal nimmt cool ein Kraut. Weil er so brav war. Und dann cooles Wunde wurde geheilt. Heil greift an. Soldat verliert 5 HP. Cool greift an. Soldat verliert 9 HP. Ach, und mir fällt gerade auf, mit Heil könnte man eigentlich jede Runde ihn heilen. Blub greift an und Soldat verliert 13 HP. Oh, Blub ist stark. Blub ist cool. Erhält 5 Erfahrungspunkte so. Zack. Zack. Ich renne immer ab und zu durch, damit ihr was seht. Ich renne nicht komplett durch, damit ihr was seht, meine ich. So wollte ich sagen. Und Paul erhielt Kraut. Ich wollte eigentlich das Kraut da unten, aber dann kriegen wir 2 Kraut und das ist genial. Nein. Schade, ich dachte schon. Oh, den will ich. Kommandora oder sowas. Also hier, wir machen mal Plan, Befehl, Technik. Antidot, keine Ahnung, was das ist. Oh, nee. Dann machen wir mal hier Angriff. Und hier machen wir Befehl, Technik, Heil auf Heil. Und Befehl, Technik, Schläfer brauchen wir nicht. Angriff. Heil benutzt Heil und Heilswunde wurde geheilt. Oh Gott, 4-mal Heil in 2 Sätzen. Kommandora greift an. Blub verliert 12 HP. Scheißdreck. Blub greift an und er verliert auch 12 HP. Und somit haben wir das wieder ausgeglichen und er stirbt gleich mal irgendwann hier jetzt hoffentlich. Bitte schön. Heil verliert 13 HP, Alter. Ich glaube, es hackt. Was denn das für ein Vieh, Alter? Wenigstens gibt er jetzt hoffentlich genug Erfahrungspunkte. 11 Erfahrungspunkte. Cool, erreicht den 6. Level. Geil, Mann, meine Fresse. Und Blub erreicht den 4. Level. Alles hier schön plus. Und dann gehen wir mal weiter. Und ich sehe gerade, die nächste Folge nähert sich auch schon wieder dem Ende. Ich kann sie ja eigentlich so lang ziehen, wie ich will. Ich könnte ja auch 3 Stunden noch ausmachen. Aber das will ich nicht. Denn und so, ne? Zack. Zack. Mal gucken, ob ich die beiden Folgen heute auch hochlade. Zack. Oh. Ein Monster. Geistungetüm. Yeah. Also Plan, Befehl, Technik. Nein. Angriff, Befehl, Technik, Heil auf. Heil und hier Befehl, Angriff. Also Geist leckt das Gesicht von Cool. Oh. Geil. Heilswunden wurden geheilt. Cool greift an. Geist verliert 10 HP und Blub greift an und Geist verliert 15 HP. Jetzt müsste aber schon lange weg sein. Heil greift an und Geist verliert 5 HP und er ist tot. Paul erhält 7 Erfahrungspunkte und Blub erreicht den 5. Level. Aber hat leider kaum was gebracht. HP und MP plus 0, wenn ich recht gesehen habe. So, ja, ich glaube mal, ich mache diese Folge ein bisschen länger eigentlich. Da habe ich gerade voll Bock drauf. Lalalalalala, ein Kommandora-Ungetüm erscheint. Befehl, Angriff. Befehl, Technik, Heil auf Blub. Und Befehl, Angriff. Yeah, Heil benutzt Heil und Blub wurde geheilt. Oh Mann. Diese ganzen Heils da, ne? Das, oh Gott. Aber es soll auch nichts Nazi. Das soll kein Nazi-Kram sein. Das soll nur heißen, man heilt sich von etwas. Cool greift an und Kommandora verliert 10 HP. Und Blub greift an und Kommandora verliert 14 HP. Und Kommandora wurde besiegt. Und wir kriegen 11 Erfahrungspunkte und kein Level-Up. Wir gucken ganz kurz noch da, weil da. Genau deshalb habe ich noch da geguckt. Ich wusste genau, dass da ein Trainer ist, den man jetzt angreifen kann. Und wir werden hier mal gucken. Den heilen wir mal kurz mit dem Kraut für Blub. Und Blub wurde geheilt und sowas. Und jetzt greifen wir hier erstmal den Trainer an. Wenn wir sterben, huch. Ey, ich wollte den angreifen. Ein Falter, der mit dem Feuer spielt. Ha! 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 Ja. So.
das so recht angucke, sind die ein bisschen stärker als wir, wenn ich sie so sehe. 9 HP verloren, 4 HP verloren, Punkschwien, scheiße, aber auch. Ach, der hat so eine AOE-Attacke, die jetzt fast gesagt. Das ist ja scheiße, ey. Wow, Heil verliert übelst viel HP, da müssen wir mal hinterher was mache. Auf, der greift, geht mir erstmal auf den Tod. Der Tod geht mir auf den Senkel. Heil heilt sich und du gehst auch auf den Tod. Komm, Heil 2, Heil benutzt Heil, ja. Pumpkin wendet Multi an, scheiße. Alle verlieren ein bisschen, nicht gut. Cool, greift an und Tod weicht elegant aus. Heil wurde angegriffen, oha. Blub greift an und 14 HP und er lebt immer noch. Kacke. Dann machen wir mal hier so ein Kraut auf uns, auf Cool und benutzt Kraut. Cools Wunde wurde geheilt. Cool greift an und 9. Ja, Tod wurde besiegt. Pumpkin greift an, verliert. Nein! Heil ist tot. Cool verliert 6 HP oder sowas. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wie viel hat der? Wie viel hat der? Wie viel können wir da heilen? Wie viel da? Wir machen mal da. Die greifen ja trotzdem an. Cool greift an. 7 HP, Pumpkin 1 greift an. Pumpkin, das ist doch ein Kürbis, Alter. Die sehen überhaupt nicht aus wie ein Kürbis, die sehen aus wie scheiß leuchtende irgendwas da. Machen wir nochmal Kraut hier einfach auf Blub. Komm, Blub, du schaffst das, Blub, du schaffst das, Blub, du schaffst das, Blub, du. Ja! Wir haben es gewonnen. Nein, also wir haben hier Dings, ne? Und so, ja. Blub greift an und Pumpkin verliert irgendwelche HP. Pumpkin wendet Multi an. So ein Spast, Mann, Alter. Multi ist überhaupt nicht nett. Der kennt sich überhaupt nicht mit Gastfreundschaft aus, hier, dieser scheiß Kürbis, Alter. Der sollte mal irgendwie Kellner werden oder sowas, damit er ein bisschen netter zu den Leuten ist, ey. Nee, ey. So, wir haben gewonnen. Auch wenn wir ein Opfer bringen mussten, das Heil hieß. What? Geil. Paul erhält 124 Erfahrungspunkte. Jetzt dauert's ein bisschen. Cool erreicht den. Oh. Bevor ihr seht, welches Level die alles werden, stoppe ich die Aufnahme.